Seit 3 Tagen beobachte ich sie. Das ist Serenas Schwester, die Frau, der ich das Leben nehmen soll. Sie hat einen Mann, 2 Kinder, sie ist glücklich. Und ich werde ihr Leben nun beenden. Ich komme im Auftrag ihrer Schwester. Sie möchte, dass ich ihr Leben beende. Serena? Was? Nein, bitte nicht! Ich habe doch eine Familie! Sagen Sie ihr einfach, dass Sie es getan haben. Sie werden mich nie wiedersehen. Versprochen. Und so bekommt der Jäger Mitleid mit ihr. Er entscheidet sich dafür, sie am Leben zu lassen und gibt ihr noch eine Warnung mit. Nur weil ich es nicht tue, heißt es nicht, dass es niemand anders tun wird. Geben Sie Acht auf Ihre Familie. Und mit diesem zuckersüßen Bild von Snow und Sprinkles starten wir in den Part hinein. Der Jäger hat Schneewittchen also am Leben gelassen. Vorgeschlagen wurde es in diesem Kommentar mit dem Argument, weil es im Märchen ja auch so war. Wie wir an ihren Bedürfnissen schon ganz gut sehen können, es war eine harte Nacht. Unsere beiden zuckersüßen Zwillinge Naveen und Damon haben die ganze Nacht geschrien und Snow hat fast kein Auge zubekommen. Sie hat nur wenig geschlafen, hat noch nichts gegessen, hat absolut keinen Spaß und sie stinkt. Und außerdem, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, hat sie nun endgültig erfahren, dass Serena wirklich geplant hatte, sie vernichten zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das noch überhaupt nicht realisiert hat. Aber jetzt, wo ihre beiden Jungs schlafen, wird sie sich erstmal ein Schaumbad gönnen und in Ruhe über die gesamte Situation nachdenken. Snow versteht nun die Welt nicht mehr. Sie denkt sich, wie kann meine eigene Schwester mich so sehr hassen? Wir haben uns doch schon ewig nicht mehr gesehen und ich habe doch eine Familie. Ich habe Kinder. Ich bin eine Gefahr für sie alle. Sollten wir möglicherweise aus Windenburg verschwinden? Und diese Frage gebe ich gleich mal an euch weiter. Sollen wir aus Windenburg verschwinden und woanders einen Neustart wagen? Oder sollen wir es doch noch riskieren, hier zu bleiben und entweder dieses Haus auszubauen oder eben in ein anderes zu ziehen? Hier in Windenburg hätten wir nämlich noch 2 komplett freie Grundstücke. Einmal das hier und dann einmal das hier. Und wie wir wissen, stammt unser Oliver ja von einer sehr wohlhabenden Familie. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ihnen möglicherweise einen der beiden Baugründe auch zur Verfügung stellen würden. Was meint ihr? Snow wird sich jetzt einmal frisch machen und dann versuchen, sich selbst ein wenig zu motivieren. Und hoffentlich wird das ihr helfen, sich dann besser zu fühlen. Unser kleiner Damon ist aufgewacht, obwohl er eigentlich noch sehr, sehr müde ist. Deshalb werden wir ihn einmal in den Schlaf wiegen und einen Gute-Nacht-Kuss geben. Und hoffentlich schläft er dann bald wieder ein. Und nun haben wir ein paar Stunden später. Die Zwillinge sind tatsächlich immer noch am Schlafen. Snow hat auch einen kleinen Nap gemacht. Und weil Oliver bald nach Hause kommen sollte, hat sie sich jetzt ans Kochen gemacht. Und zwar macht sie gerade Macaroni mit Käse. Und natürlich isst sie die schon, bevor Oliver nach Hause kommt. Genau so hatte ich das geplant. Und hier ist unser Oliver. Wie ich euch gesagt habe, es war eine anstrengende Nacht. Dann hatte er noch einen anstrengenden Arbeitstag. Er ist hundemüde, aber natürlich muss er trotzdem essen. Dann wird er ein Bad nehmen und dann muss unsere Snow ganz dringend mit ihm sprechen. Später am Abend sitzen die beiden dann noch auf ihrem Bett und Snow beginnt zu erzählen. Oliver, ich möchte dich nicht beunruhigen. Aber meine schlimmste Befürchtung ist wahr geworden. Serena hat jemanden geschickt, um mich zu erledigen. Er hat es nur nicht getan, weil er Mitleid mit mir hatte und wegen den Kindern. Aber das bedeutet nicht, dass es jemand anders nicht tun würde. Unser Oliver ist darüber natürlich bestürzt, aber er versucht, sie zu beruhigen. Er ist ein positiver Mensch und glaubt immer daran, dass alles gut wird. Und genau aus diesem Grund beschließen sie jetzt auch noch nicht wegzulaufen. Das hängt alles von euch ab. Und dann wird Snow sich einmal bei ihm bedanken, einfach dafür, dass er immer da ist und dass er das Ganze mit ihr gemeinsam durchsteht. Dann werden sie noch ein wenig flirten und ein bisschen miteinander knuddeln. Und dann gehen die beiden noch einen Schritt weiter und werden hier miteinander mit einem Techtelmechtel das Leben feiern. Und was meint ihr? Entsteht hier gerade Baby Nummer 3?
Ich bin die Schönste im ganzen Land. Snow weilt nicht mehr unter uns, Julian werde ich bald rauswerfen und dann sind Jaden und ich allein. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Unsere Serena liegt hier noch glücklich und zufrieden im Bett, denn sie glaubt ja, dass sie ihr Ziel erreicht hat und ihre Schwester endgültig von uns gegangen ist. Und im unteren Stock des Hauses läuft es ganz und gar nicht harmonisch ab. Jaden und sein Sohn Julian sind mal wieder unheimlich am Streiten. Serena wollte ja einen Keil zwischen die beiden treiben und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Sie kommen gar nicht mehr miteinander klar, sie streiten einfach den ganzen Tag und möchten sich am liebsten gar nicht mehr sehen. Aber zumindest für jetzt ist der Streit mal beendet. Julian ist absolut wütend und muss jetzt erstmal zur Schule. Jaden ist natürlich auch unheimlich wütend und er versucht sich hier beim Tischfußball ein wenig abzulenken. Und jetzt hat sich Serena einfach dazugesellt und die beiden spielen gemeinsam. Und in der Zwischenzeit können sie sich ja auch ein bisschen unterhalten, wie es hier weitergehen soll. Serena wird erstmal zu Jaden hingehen und ihn versuchen zu verführen, denn sie muss sich ja immerhin ein bisschen einschleimen, denn das, was sie jetzt vorhat, wird nicht einfach sein zu erreichen. Dann wird sie sich einmal über ihre Probleme beschweren und einfach sagen, weißt du was, Jaden, ich komme mit dieser Konstellation hier zu Hause nicht mehr klar. Julian hat absolut keinen Respekt vor mir. So kann das nicht weitergehen. Jaden ist natürlich sehr bestürzt drüber, aber hat das Ganze auch schon mitbekommen. Und deswegen werden wir jetzt einmal über ihre traurige Stimmung reden. Und sie wird sagen, Jaden, ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass ich hier glücklich werden kann, ich mit dir und unserem ungeborenen Kind, ist, wenn Julian auszieht. Und Jaden fühlt sich bei dieser Entscheidung natürlich auch nicht ganz wohl. Aber was soll er nur machen? Serena ist seine Frau, sie erwartet ein Kind von ihm und Julian ist einfach nur respektlos. Julian ist gerade wieder zu Hause angekommen. Dann wird Jaden ihn direkt bei der Haustür abfangen und noch ein letztes Mal mit ihm über die Hausregeln streiten. Und dabei wird er sagen, Julian, du bist alt genug, es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht mehr länger bei mir und Serena leben. Darüber ist er natürlich alles andere als glücklich. Er hat verloren und seine böse Stiefmutter hat gewonnen. Und deshalb suchen wir ihm jetzt ein neues Zuhause. Denn sein Vater ist natürlich noch immer sein Vater, deshalb geben wir ihm ein bisschen Geld. 50.000 sollten reichen. Und dann wird er hier in Evergreen Harbor in diesem Apartment einziehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir werden Julian nie mehr wiedersehen. Ich glaube, es ist etwas passiert und ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich bin wieder schwanger.